Willkommen zurück zu Banjo-Tooie und da fällt mir doch glatt ein, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe. So. Am besten noch zweimal. So, jetzt können wir weiter mit dem Part machen. Am besten noch den Mauszeiger raus. Sonst wird hier alles gefilmt. Ach du Scheiße. Ja, das wäre ein Skandal, ne? So, was brauchen wir denn hier? Wir können am besten Zeitbombenmeier und Zeitbombenmeier, noch mehr Zeitbombenmeier mitnehmen. Vielleicht können wir durch den Wasserfall auch mit den Zeitbombenmeiern durchbrechen. Das könnte eine Alternative sein. Wir werden jetzt erstmal nach draußen gehen mit Banjo. Ich bin mir sicher, er alleine wird da schon irgendwelche Lösungen für finden, ne? Ich weiß nämlich, dass hier draußen noch auf jeden Fall ein Jinjo ist. Jinjo, Jinjo, Jinjo. Jinjo! Achso, das war nur das hier. Ich wusste, da war irgendwas Bösartiges im Busch. Da ist was Böses im Busch. Kann ich da irgendwie die Wand aufbrechen? Oder ist das hier vielleicht eine Festhaltwand? Oder... Nee, ich muss hier irgendwo was drücken. Auf der anderen Seite. So war das doch. Wir gucken jetzt nämlich erstmal außerhalb des Kolosseums an der Fassade. Da gibt es nämlich noch einige Schalter und einige Tore, die wir öffnen können. Wir gehen jetzt erstmal Banjo nach oben. Komm hier. Übers Gitter, über die... Wie heißt es noch gleich? Dankeschön. Schick mich ganz nach unten. Das ist echt unglaublich. Alter, lass mich doch einfach hochklettern. Was ist denn los mit dir? Ich krieg sogar noch Fallschaden dafür, weißt du? Weil das Spiel so unfair ist. Das geht ja nicht. So. Ja, furz mich an. So, jetzt noch irgendwie um die Ecke. Dann muss ja eigentlich noch irgendwas sein. Dankeschön, dass du mich nicht runtergekickt hast. Da ist auf jeden Fall noch ein Schalter. Und ich bin mir sicher, wir müssen mit Kazooie dorthin. Ich bin mir sicher, dass wir es jetzt schon verkackt haben, weil hier eine Tür ist, wo wir auf jeden Fall Kazooie für brauchen, ne? Oh, wobei, hier ist ein Schalter. So, was macht das denn? Es öffnet etwas für Kazooie. Wir gehen jetzt mit Kazooie selbst einfach mal irgendwo hin. Ich glaube, hier gibt es sogar noch irgendwelche... diese komischen Stiefel, mit denen man hier die Wand hochkommt. Da auf jeden Fall. Ist sogar jetzt ein gelber, weißt du? Also einen größeren Faker habe ich noch nie gesehen. Das ist so, als ob du... keine Ahnung, irgendwie... als ob du irgendjemanden versuchst zu faken, aber dann nochmal so eine komplett andere... Ah, okay, so kommen wir rüber. Und dann so eine komplett andere Frisur an den Tag legst. Das ist einfach so... Ah, ich weiß nicht. So. Also mit Banjo könnten wir vielleicht sogar rüberkommen. Das wird sich zeigen. So, jetzt nur halt irgendwie... an die Profi-Flop-Schuhe kommen. Weil wir so professionell sind. Und das Spiel natürlich auch ohne Kill schaffen. Ohne, dass wir gestorben sind. Wir werden andere killen vielleicht. Um an unser Ziel zu kommen, aber... so an sich... haben wir da drüben noch was, oder? Nö, okay, das sah einfach nur schön aus. Ich finde das interessant, wie... hier sieht man einfach diesen... Kalt-Warm-Kontrast. Hier, gerade... wenn wir durch die Tür gehen. Oh, Cheeto-Papier, okay. Meinetwegen... wenn wir durch die Tür gehen, dann können wir ganz eindeutig diesen warmen Kalt-Kontrast sehen. Hier auf der einen Seite so blau, so kaltes Blau, kältliches. Kaltes Blau und hier so orange, so warmes, orangeliches Rot oder... ja, irgendwie sowas in der Art. Haben wir vielleicht da noch was? Da kann ich mir auch noch vorstellen, dass man hier irgendwie was ganz speziell versteckt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier, wenn wir reingehen? Ist das schon der Eingang? Ach, das ist da, wo Banjo reingegangen ist, okay. Das ist interessant. Wir brauchen jetzt nur irgendwo so eine Flugplatte. Ich wüsste schon, wo eine existiert. Ist ein bisschen weit weg, aber können wir nutzen. Wenn wir schnell sind. So, einfach mal ein bisschen rumgleiten hier. In den Steinhagelgipfeln. So. Ja, mit dem Zelt können wir später auch noch was machen. Da gibt es auch noch eine nette Geschichte zu. Aber wir haben bisher noch nicht Mumbo genutzt. Oder Humba Wumbas Verwandlung. Ich glaube, das auch noch nicht. Eins von beiden müssen wir früher oder später nutzen. So.
Ist halt die Frage, welches Tor auf ist. Ich glaube, das obere. Ja, irgendwo da. Ich glaube, das ist es. Nee, das. Hier ist auf jeden Fall der Schalter für den Zug. Dass wir da schon mal reinkommen. Okay. Es gibt ja auch ein Puzzleteil für den Zug, ne? Wenn man den Zug jetzt hier durchbringt, durch die Lavaseite vom Steinhagelgipfel, dann kann man auch noch zur Eisseite kommen. Also zu dem Bahnhof auf der Eisseite. Ist auch noch ganz nett. Also ich will mich mal da hinstellen und einfach mal das Geschehen beobachten. Oder einfach mal beobachten, wo jetzt die Tür war, die aufgegangen ist. Okay, da unten ist Banjo. Ich glaube, das könnte ganz gut die gewesen sein. Ja, doch. Kazooie-Platte. Jetzt geht's nochmal auf die andere Seite. Und zwar mit Banjo. Hier befindet sich auch nochmal so ein Schalter. Ist ja sehr interessant heute. Und dann gucken wir nochmal, wie wir ja, beim Wasserfall vorankommen. Wie wir an den Jinjo kommen. So. Jetzt gibt's wieder irgendwas. Da öffnet sich wieder irgendwas. Das ist so dumm eigentlich teilweise. Ist einfach nur so ein Hin und Her. Ja, man will das Feature des Wechselns auch ab und zu mal nutzen. Was heißt ab und zu einfach? Man will es durchgängig nutzen, ne? Nein? Nein, du nicht? Kazooie? Ich glaube, ich habe schon mal den Fehler gemacht und bin mit Banjo runtergesprungen. Das ist natürlich zu voreilig, denn ich glaube, das Tor an sich ist immer noch nicht auf. Ja. Ja, ich weiß nicht. So, noch 9 Puzzleteile. Wir schauen mal, wie wir weiterkommen. Wir gehen jetzt erstmal mit Kazooie hier lang. Wir probieren jetzt erstmal einen Zeitbomben-Mai, okay? Das kann nämlich auch sein. Okay, das ist eher so eine Selbstmordaktion. Da muss es Banjo sein. Was anderes geht eigentlich gar nicht mehr. Es sei denn, es sind die Wunderflügel da. Diese, ja, diese Unbesiegbarkeitsaktion. So. Ah, jetzt müssen wir auch mit Banjo erstmal hier runterkommen, ne? Ja, wobei, wir können auf die andere Seite. Ach, wir sind schon direkt über dem Wasserfall. Ja gut, dann brauche ich mir nicht so viel Mühe machen, ne? Dann spring einfach hier runter. Ja. Lieber nehme ich einmal so Schaden, als später irgendwie... Ja, aber Jamjas meinte ja auch in diesem einen Sack. In dem, glaube ich. Warte mal, war das der? Ich probiere es mal. Okay. Dass wir keinen Schaden nehmen können. Ah, so auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich so simpel und wir müssen einfach die Wunderflügelaktion nutzen. Also im Grunde die Unverwundbarkeits... Das geht auf keinen Fall, nee. Ich meine, da sieht man doch, dass er nicht geschützt ist. Okay. Dann kommen wir mit Kazooie wieder. Also wenn es das jetzt nicht ist, dann habe ich keine Ahnung. Da muss man den Wasserfall irgendwie ausschalten oder irgendwie, ja, sonst andere Wege nehmen und es umgehen. Doha? So, einmal rein. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es da noch wirklich was anderes gibt. Das ist jetzt das Letzte, was mir noch irgendwie einfällt. Danach ist das Projekt beendet. Danach breche ich es ab, weil es zu schwierig ist, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, weißt du? So. Mal gucken, haben wir Wunderflügel? Ja, geht doch. Die lila Ginger-Familie ist vereint oder vollständig. Sie möchte euch das hier geben. Ja, endlich wieder vereint. Nee, aber so echt nach alter Banjo-Kazooie-Tradition erstmal schön mit den Wunderflügeln irgendwo durchrasen. Das Geilste ist ja auch wirklich, wenn man diese Cheats nutzt in Banjo-Kazooie, weißt du, diese, ich verdoppel einfach mal alles, sowohl Eier als auch Wunderfedern und so weiter. Und, ach, wir haben Kazooie, ne? ja, das im Grunde nutzt. Und, denn im Grunde bei jeder kleinen Bredouille, die Goldfeder nutzt, weißt du? Boah, meinetwegen. Nee, nicht meinetwegen. Ich finde das ein bisschen scheiße, ich weiß nicht. Da würde ich lieber sehen, wie dieser, wie derjenige umkommt. Beim Versuch zu überleben, weißt du? So wie die harten Jungs ohne Goldfedern auskommen. Mhm.
So macht man das. So zum Beispiel, ja. So überlebt man. Einfach mal so ein bisschen mehr Skill zeigen statt. Oh ja, jetzt ist aber... Da bin ich mir ein bisschen zu fein für. Ich hole jetzt einfach die Goldfedern raus. Oder bei ganzen Bossen, das ist ja auch das Geilste. Bei ganzen Bossen einfach durchgängig so... Ja, Goldfedern. Zock. Durch. Also für ein Let's Play ist das schon... Ja, es ist schon fragwürdig. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte hier irgendwo in den... Erstmal. Zweimal. Nee, zweites Mal. Nee, erstmal wollte ich jetzt mit Banjo selbst das Wasser ablassen. Denn das Wasser ist ein bisschen abgekühlt durch den Eisblock, den wir beim letzten Mal noch hier runtergeschossen haben. Aus dem Wolkenwonneland. Heißt eigentlich soweit, dass wir den Schalter drücken können. Zack. Dann kriegen wir eigentlich auch ein weiteres. Dann kriegen wir eigentlich auch ein weiteres Puzzleteil. So. Jolly Rogers Lagune. So, erstmal frisches Wasser für die Schweine. Endlich können wir schwimmen gehen. Hier, nimm dieses Goldstück. Dass wir der miffigen. Keine Ahnung, der Grundhilda wahrscheinlich abgenommen haben. Ah. So, ein weiteres Puzzleteil. Das letzte aus Jolly Rogers Lagune. Hä? Achso, ich stelle mir immer so die Frage, wie kann ich denn jetzt hier... Das Wasser ist doch draußen, wie soll ich denn jetzt ertrinken? Oder nee, ich habe nicht das Gefühl, dass das Wasser weg ist. Ich habe einfach nur das Gefühl, Banjo steht in dieser... Okay. So, wollen wir auch nochmal hier die Folge zu Ende bringen. Ich weiß jetzt nicht, was in der letzten Session da los war, dass die Folge einfach mal so, ja, so einen kleinen Cut hat, ne? Ich weiß auch nicht, wie lang die Session jetzt wird. Ich hoffe, die wird jetzt nicht nochmal gecuttet. Das macht das ja überhaupt keinen Sinn, ne? Egal, wir wollen Kazooie nehmen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Es gibt eine Höhle. Wir haben auf jeden Fall noch nicht mit Mumbo gesprochen. Vielleicht sollten wir das tun. Es gibt nämlich... Ja doch, machen wir das einfach mal. Es gibt nämlich... Auf der anderen Seite würde ich auch viel lieber auf die Eisseite gehen. Das ist das Problem. Wir sollten jetzt auch langsam auf die Eisseite gehen. Ich glaube, dass... da führt kein Weg mehr dran vorbei. Wir haben schon sehr viel hier gemacht. Wir könnten mit dem... Ich weiß nicht, haben wir das mit Gobi gemacht? Ich bin so komplett aus dem Kontext, ne? Ihr habt euch gerade den ganzen Part so bis hierhin angeschaut und denkt euch jetzt so, ja, jetzt geht's so ganz toll weiter. Nö. Komplett aus dem Kontext. Ich weiß nicht, was wir getan haben. Ich weiß nicht, was wir nicht getan haben. Ah, ich bin sowieso gerade, was die Spiele angeht, sehr, sehr anders fokussiert. Ich habe gerade zum Beispiel sehr viel mehr Motivation, Zelda Twilight Princess aufzunehmen als Banjo-Tooie. Weil Banjo-Tooie zum anderen auch natürlich 10 Jahre schon läuft. So, gibt es hier nicht irgendwo so einen Durchgang? Ah, genau. Der Mumbo wird sich freuen. Für ihn gibt es hier noch eine weitere Hintertür. Hintertür. Genau. So. Wir mögen Hintertüren. Das mag auch Mumbo. Deswegen lässt er das auch zu. Und es führt direkt zu Wumbas Wigwam. Es ist also, es ist schon sehr heikel, was wir hier anstellen. Wir verbinden im Grunde zwei Welten. Ja, im Grunde die Feuer- und die Eisseite. Die Humba-Wumba und die, wie heißt das andere Vieh? Mumbo-Seite. Das andere Vieh. Oh mein Gott. Ja, okay. Also wir haben auf jeden Fall hier nochmal diese Aliens. Da sollte sich Mumbo auch langsam mal so dran machen, als Doktor natürlich. Er hat einen Doktortitel. Ja, vielleicht könnte er dann irgendwie die Aliens wieder zum Leben erwecken oder sonst wie was. Mit seinen Schamanenkräften. Mit seinem Doktortitel natürlich. Das, jeder Mensch, der einen Doktortitel hat, kann sofort Menschen wiederbeleben. Reanimieren oder sonst wie irgendwas machen, ne? Das ist doch logisch. Ich finde es interessant, wie der Hintergrund... Wie man einfach merkt, dass der Hintergrund ein bisschen... Dass das einfach ein Hintergrund ist, ne? Und dass das Wasser vor allem hier einfach viel zu früh endet. Ja gut, ist Nintendo 64, ne? Was erwartet man da? So, Globo. Dann vielleicht hier noch was aufmachen. Können wir vielleicht sogar mit... Ich würde jetzt gern wissen, was wir hier machen könnten.
Wir können das Teil auf jeden Fall nicht aufbrennen. Warte mal, als Kazui kann... Als Drache kann Kazui doch bestimmt irgendwie Feuer speien, oder nicht? Bringt halt nur gar nichts, ne? Okay. Vielleicht Granateneier, aber das ist dann halt... Ja, gut. Ich meine, dann... Feuer würde daher schon eher kommen. Eher hinkommen. Aber hier passt einfach nichts. Ich sehe doch, dass hier was ist. Ach nee, hier wird was aufkommen. Hier wird was aufkommen, das weiß ich noch. Das heißt, wir müssen erstmal... Ja genau, wir müssen erstmal den Typen dazu zum Leben erwecken. So war das nämlich. Ich bin nämlich so schon so komplett... Ich bin ein bisschen... Ich denke schon zu weit, ne? Ich bin schon gedanklich einen Schritt weiter. Dann holen wir jetzt erstmal Mumbo. Wir haben beide Globos, das heißt, das würde gehen. Ich würde aber auf der anderen Seite auch gerne den Typen da... Da gibt es nämlich noch eine Person, die gerne gerettet werden will. Wie auch immer. Das werden wir jetzt gucken. Dam, dam, da, da, dam, da, da, da. Du, 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 du. Wobei, haben wir schon gemacht, okay. Ja, erstmal schon wieder ein bisschen. Ja, denke ich schon wieder zu. Ja, gut, da denke ich nicht zu weit. Wobei. Ach, der ist gar nicht aufgetaut. Der ist sogar noch eingefroren. Das hat man von weitem gar nicht gesehen. Das ist gemein. Nicht so. Ich glaube. Na, Kazui, komm, du hast gerade noch so eine Feuerattacke drauf. Das ist aber schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Sollte man den durchaus verbrennen können. Was denn hier los? Dann machen wir mal Granateneier. Vielleicht hilft das. Alter. Ist denn die Mumbo-Platte schon da? Wenigstens das will ich mal nachprüfen. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich hier echt verkackt. Auf ganzer Linie im Part. Oder jedenfalls in der zweiten Hälfte. Wir wollen wenigstens etwas schaffen. Bisher haben wir nur ein Globo geholt. Ja, und dann... Das ist jetzt nicht unbedingt so viel. Ja, gut. Wir haben schon einiges geschafft. Ah, okay. Dann hat sich ja das ja doch noch gelohnt, hier hinzukommen. Denn Mumbo selbst hätte wahrscheinlich den Steinblock, den Eisblock, nicht so leicht zerstören können. Es sei denn, er respawnt wieder, der Eisblock. Und wir können dann, wenn wir mit Mumbo herkommen, den Eisblock einfach so zerstören. Mhm. Aber das wird so sein, das weiß ich jetzt schon. Ist doch logisch. Da, 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 da. So, am Alien einfach mal vorbeigehen. Ach ja. Scheißen einfach mal drauf, dass der da tot liegt, ne? So. Vielleicht müssen wir das auch nochmal aufmachen, aber dann kommen wir auch einfach mal mit Mumbo, dem Arzt, ne? So. Ich hoffe, das zählt auch. Normalerweise merkt sich das Spiel ja eigentlich sehr viele Dinge. Ich hoffe, dass das auch nötig war. Dass ich das jetzt nicht einfach so zum Resetten kaputt gemacht habe. So. Humba Wumba, du bekommst gleich einen neuen Freund, der nennt sich Mumbo Jumbo. Auch bekannt als dein größter Erzfeind. Natürlich. Das wissen wir alle. Wobei, ich glaube, ich bin sogar einmal mit Mumbo zu Humba Wumba reingegangen, ne? Ja doch, im Pterodactylus-Land, da war das. So, Mumbo. Die letzte Mumbo-Mission. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben einen Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo geben, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja, schmeiß mal rein. Das Vieh. Wir kennen den Dialog. Ist jetzt auch bereits das 9. Mal oder so. So. Ja, das geschätzt 9. Mal. Das dürfte sogar das 9. Mal sein. Das Spiel hat ja nur 8 Welten. Dann die Hauptwelt, also diese Oberwelt, da gab es ja auch nur einmal Mumbo. Kommt gut hin. So. Falscher Ausgang. Versuch die andere Richtung. Den Hintereingang. Ja, mach ich doch. So. Ja gut, dann machen wir hier an der Stelle mal ein bisschen Überlänge, damit Mumbo auch seinen Job verrichten kann. Ja. So. Sonst irgendwas zu sagen hier? Nö, sonst gibt's nichts. Okay. Oh, ist interessant. Keiner hat dem anderen was zu sagen. Einfach mal bei der Konkurrenz vorbeischauen, ne? Mumbo, so macht man das. Jetzt bin ich gespannt. So. Dann werden wir beim nächsten Mal hier noch ein paar weitere Puzzleteile in den Steinhagelgipfeln holen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zur Eisseite. Zum Eisbahnhof. Aber auch da müssen wir erstmal den Schalter drücken.
Hoffentlich das funktionieren. Ja, Lebenskraft für den Alienvater. Der ja einfach so aus dem UFO geschmissen wurde. Der Sturz war sehr schmerzhaft, wo bin ich? Du tot! Mumbo große Schamanenmagie benutzt. Jetzt wieder am Leben. Dieser schwächliche Erdlingszauber wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt tot oder so, keine Ahnung. Ja, die reden mir ein bisschen zu schnell. Entschuldigung, merkwürdiger Freund. Meine Spezialenergie ist am Ende und wir brauchen deine Hilfe. Unsere drei Kinder sind geflohen, bevor das Schiff in der Lagune notlandete. Finde meine Kinder und bringe sie zu mir. Dann beschere ich dich, Okay, jetzt... Mumbo rennt nicht so schnell. Ich drücke auch die ganze Zeit A. Die Kinder werden sich versteckt halten, bis sie ein Aliensignal erhalten. Mumbo beeindruckt, aber Mumbos Magie besser. Ja, klar doch. So. Ja, und dafür sind dann jetzt die Löcher da. Die Frage ist halt, wie kommt man dran? Der steht natürlich da einfach irgendwo auf einer Klippe. Vollkommen logisch. Wir machen im nächsten Part weiter und suchen diese Alien-Kinder und fallen vor allem erstmal auf die Fresse. Ja, nicht im nächsten Part. So, ich hoffe, da wird es besser klappen. Beim nächsten Mal gehen wir auch dort drüben zu dem anderen eingefrorenen Typen und dann... Ja, dann werden wir mal schauen, ne? Bis dahin, tschüss und bye-bye.